dann. Das dauert, ja. Wird angepasst. Wir sind gleich soweit. Dauert kurz. Nachher dauert es aber auch wieder. So, Herr Köhler, bitte. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Ministerin. Vielen lieben Dank, dass Sie, liebe Frau Ministerin, uns nach diesem kleinen Ausflug in die rosarote Traumwelt der AfD wieder in die Realität zurückgeholt haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir die Emissionen senken wollen, ist die CO2-Bepreisung in allen Sektoren genau der richtige Weg. Aber wann immer über den CO2-Preis geredet wird, ist Vorsicht geboten. Denn auch wenn zwei Leute CO2-Preis sagen, dann ist das nicht notwendigerweise genau das Gleiche. Die einen reden von einer CO2-Steuer, die sie dann gerne als CO2-Abgabe oder Mindestpreis tarnen. Das ist ein politisch festgelegter Preis. Wir Freien Demokraten dagegen meinen einen Preis, der auf marktwirtschaftliche Weise zustande kommt. Wir setzen auf den Emissionshandel, in dem nicht der Preis, sondern die Gesamtmenge an Emissionen von der Politik bestimmt wird. Denn für das Klima ist es doch völlig egal, wie viel eine Tonne CO2 gekostet hat. Wichtig ist nur, wie viel in die Atmosphäre gelangt. Und genau da setzt der Emissionshandel an. Das ist eine smarte Klimapolitik, denn diese Politik führt dazu, dass unsere Tüftler und Ingenieure die richtigen Anreize haben, nach den besten Mitteln und Wegen zu suchen, um CO2 zu reduzieren. Funktioniert ja auch Klima. Exakt, komme ich gleich zu. Als Politiker sollten wir uns selber leider lieber nicht überschätzen, indem wir meinen, wir wüssten selbst, wo das am besten geht. Meine Damen und Herren, alle Zahlen belegen, die CO2-Emissionen sind in der Vergangenheit vor allem dort gesunken, wo wir den Emissionshandel bereits haben. Und das ist kein Zufall. Denn die Bundesregierung hat den Nagel auf den Kopf getroffen, als sie kürzlich in der Antwort auf eine kleine Anfrage der Grünen über den Emissionshandel gesagt hat, ich zitiere, das Erreichen der im System gesetzten Ziele durch das Instrument ist sichergestellt. Denn das ist eine Klimapolitik, die sich am Ergebnis und nicht am Werkzeug orientiert. Wir wissen, wie viel CO2 wir noch ausstoßen dürfen, um unsere Klimaziele für 2030 und 2050 aus dem Paris-Abkommen zu erreichen. Dagegen kann niemand auch nur halbwegs verlässlich sagen, wie hoch eine Steuer sein muss, damit dieses Instrument zu den notwendigen CO2-Reduktionen führt. In der ganzen Diskussion über die richtige Höhe der Steuer wird aber deutlich, bei einer Steuerung über den Preis muss die Abgabe so hoch sein, dass sie kaum noch sozial verträglich und zugleich unbürokratisch ausgestaltet werden kann. Letztlich funktioniert die CO2-Steuer nur nach dem Prinzip Trial and Error. Und Politik nach diesem Prinzip war noch nie sonderlich erfolgreich. Meine sehr verehrten Damen und Herren, natürlich müssen wir insbesondere die Emissionen im Verkehr dringend senken. Denn hier waren sie in den vergangenen Jahren sogar deutlich höher als 1990. Daher frage ich mich, warum die Bundesregierung nicht auch hier auf das Instrument zurückgreift, das sie selbst als so erfolgreich gelobt hat. Der Vorschlag, den Verkehr in den Emissionshandel aufzunehmen, liegt auf dem Tisch. Sie müssen ihn nur umsetzen. Und Sie wissen auch, dass Sie die Verantwortung nicht einfach auf die europäische Ebene abschieben können. Nach dem Motto, wir würden ja gerne, aber die anderen machen nicht mit. Denn Artikel 24 der Emissionshandelsrichtlinie erlaubt es, den Emissionshandel zunächst auch nur auf nationaler Ebene einzuführen und auf andere Sektoren auszuweiten. Damit würden Sie gleichzeitig ein starkes Signal in Richtung unserer europäischen Partner senden. Denn das Ziel muss natürlich sein, und da stimme ich Ihnen voll und ganz zu, das Ziel muss natürlich sein, einen europaweiten, ja schnellstmöglich auch einen weltweiten einheitlichen CO2-Preis hinzubekommen. Wenn es Ihnen, meine Damen und Herren, wenn es Ihnen im Ernst um den Klimaschutz geht, dann lassen Sie uns mit der Aufnahme des Verkehrssektors in den Emissionshandel beginnen. Denn a, wäre sichergestellt, dass wir die Einsparziele erreichen. B, können wir es dann den Technikern statt den Technokraten überlassen, wie sie genau diese Ziele erreichen. C, können Sie sehr viel Bürokratie, Subventionen, Überregulierung und Verbote einsparen und stattdessen auf ein einfaches und verlässliches System setzen. Und D, ist es möglich, die Sache in diesem Bereich aufkommensneutral zu gestalten, indem wir Bürgerinnen und Bürger an anderer Stelle entlasten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein klares Ziel und ein System, das sicherstellt, dass dieses Ziel auch erreicht wird, das ist eine smarte und lösungsorientierte Klimapolitik. Bei der CO2-Steuer dagegen hoffen Sie auf den Zufall, der Ihnen hilft, die richtige Höhe zu treffen.
Das ist, um es mit dem großen Philosophen Hilde Brunner zu sagen, Akupunktur mit der Mistgabel. Meine Damen und Herren, eine solche Politik, fragen Sie doch gleich einfach nach. Meine Damen und Herren, eine solche Politik ist mit den Freien Demokraten nicht zu machen. Wir wollen eine smarte, verlässliche und kluge Klimapolitik. Vielen lieben Dank. Vielen Dank, lieber Lukas Köhler. Nachgefragt wird dann im Ausschuss oder wo immer, aber nicht bei der Aktuellen Stunde, wie die lieben Kolleginnen und Kollegen wissen. Nächster Redner in der Debatte, Lorenz Gesta-Beutin für die Fraktion.